Herzlich willkommen bei der nächsten Folge von Mexikanischer Style World of Tanks. Wir fordern unser Panzer selbst voller fetter 14. Die einfach so einen behinderten Namen hat, warum heißt die eigentlich so? Ich meine, man kann die einfach Panzer 3. Also, ne, gibt's zwar schon. Was weiß ich? Panzernummer oder Panzermodell 200. Panzermodell 201, 202,5 oder pff, weiß der Geier noch was. Natürlich Panzer Selbstfeuerfette 4C. Die 4 kann ich mir gut vorstellen, C weiß ich nicht warum. Selbstfeuerfette ist ja logisch, das Ding hat Ketten, es kann selbst fahren, meine Phrasen. Dass ein Panzer ist, wissen wir auch. Also Panzer und Selbstfeuerfette kann man rauslassen. Schaut euch den Panzer an. M4 heißt der, M4 Sherman. Da ist einfach nur M4 oder Sherman. Wie heißen wir? Und wie heißen wir? Panzer Selbstfeuerfette. 4C. Ich bin ein deutscher Ingenieur. Ich habe gerade nur zu viel ins Glas geguckt. Ich meine, es ist beeindruckend, aber wenn wir so einen Namen haben. Jetzt bin ich cool. Weil ich so einen lang beschissenen Namen mir ausgedacht hat, den niemanden bockt. Panzer Selbstfeuerfette 4C. Ich meine, das Ding hat nicht mal eine vernünftige Panzerung. Okay. Gegen MG-Kugeln oder Pistolenkugeln oder was das immer. Was weiß ich aus Handfeuerwaffen. Bist du wirklich ausnahmsweise geschützt in dem Ding? Ja. Gegen jeden anderen jeglichen Scheiß? Nicht. Du kannst da Scheiß in einen Kanonenrohr stecken und damit und das auf den Panzer feuern, kommst du durch. Und die Kanone ist gut. Boah. Und wie heißt die Kanone? Irgendwie panzerbrechende Panzergranate. Bla bla bla. Ich meine, Panzerabwehrkanone. Die nennt sich ja noch Pack. Das ist sinnvoll. Panzerabwehrkanone. Macht Sinn. Ich meine ja. Kann ja niemand erwarten, dass irgendein Ding, was eine Kanone drauf hat, auch Kanone heißt. Panzerabwehr könnte man auch sagen. Aber nein. Ich bin die Welt. Ich entscheide die Dinge eben anders. Schlampe. Und ich mache hier gerade ein paar sinnlose Blindshots. Warte, vielleicht sind sie sinnlos, vielleicht auch nicht. 88 mm. Ey, wir haben eine 88er, wow! Guck, da waren die Soldaten so schlau und haben das selber abgekürzt. 88er. Die nennen die einfach 88er. KV1, du bleibst hier. Stummarrest. Auf dem Berg. Freu dich, du hast gute Aussicht. Na, ob sich das Kette reparieren gelohnt hat. Ja, natürlich treffen wir ihn am Turm. Wir machen eh noch ein paar Schüsse. Wir treffen natürlich wieder am Turm. So, der ging hoffentlich durch, falls er da noch stand. Verdammt. Schieß nochmal. Gut, ich geb's auf. Du hast gewonnen, Kampf 1. Nein, hast du nicht. Ah, siehste. Dann hässe ich. Oh! Nein! Verdammt! Müssen wir uns den Meer machen und wieder rumfahren? Eieiei! Vom Schicksal bestimmt! Wir sind natürlich wieder am Verlieren, das lässt mich natürlich auf gar keinen Fall gut dastehen. Warum? Warum soll ich auch gut dastehen? Ich meine. What the fuck? Bye bye, Arschgeweih. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Endlich. Und wir rutschen jetzt hier nicht runter. Dafür ist eine Panzer-Selbstfeuerfette 4C nicht gedacht. Ist ein Panzer, das haben wir alle begriffen. U-Boot. Eher weniger. Vor allem mit dem offenen Dach.
überlebt es nicht mal im Kinderplatschbecken. Wieso auch? Das Ding will ja keiner haben. Wo, auf welchem Schlachtfeld hat dieses Ding gedient? Vielleicht war es irgendwo in den Unterlagen, von den Panzerunterlagen, von den Deutschen, verschollen. Ach ja, guck mal, da war auch noch ein Panzer, den hat irgend so ein Depp erforscht, die nennt sich, was ist das für ein Name? Panzer sind voll auf ZDF-C. Kein Wunder, dass das Ding nie auf dem Schlachtfeld irgendwie zu sehen war. Sondern immer nur Tiger 1, Tiger 2 oder der Königstiger oder der Leopard. Das sind alles so geile Namen, ne? Jetzt sind die Leute schlau und nennen die Leute Leopard. Guck mal, okay, ausnahmsweise, die Briten nennen ihre Panzer Churchill. Die benennen ihn, was war das nochmal für ein Kerl? Also ich weiß, dass es irgendeiner war, der im britischen Parlament gearbeitet hat. Kann man Parlament sagen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall dort oder so in dem Bereich. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, ne? Und da war ein fetter Kerl. Und nennen sie den... Ach, ja, wir haben jetzt so einen neuen Panzer, der ist fett, wie nennen wir den Churchill? So ein narzisstischer Kerl. Und so nennen wir auch den Panzer. Ein fetter Churchill 1. Panzerung ist fett. Er ist lahm. Er kann gar nichts. Perfekte Kombi. Und da haben wir nochmal Churchill 1. Sehen wir. Ich wollte gerade fragen, haben wir ihn entkettet oder was ein anderer? So, nochmal durch den Turm und bye bye. Natürlich ging er nicht durch. Nein. Er zieht in unsere Richtung, das ist nicht gut. Geht doch. Wurden wir gesichtet? Ich hoffe nein. Und natürlich beschwert sich wieder M37, Noob Team. Ich meine, was erwartet man denn, wenn ich spiele? Gute Unterhaltung, oder was? Nein. Ecki soll gut spielen, wir gucken uns seine Taktiken ab. Wir machen damit unsere eigenen Games. Schleck. Uiuiui. Arti mag mich. Verstecken. Ihr kriegt mich schnell. Ich überlebe jetzt 8 Minuten. Ja, ich überleg mir jetzt was. Wir haben noch ein bisschen Zeit, bis Churchill da ist. Von daher... Entscheiden wir uns mal richtig jetzt. Wo fahre ich hin? Ohne drauf zu gehen. Na klar werde ich drauf gehen, das ist auch mein Plan. Uah. Soll mich doch nicht lebend kriegen. Ich meine, wer bin ich? Der Panzer ist voll auf hätte 4C, okay. So er gehört sich sonst auch, aber. Nein. Nein, nein, nein. Vielleicht sind wir als Bergsteiger gemacht. Kletternder Panzer. 4C. Hier, das wäre ein Durchbruch. Niemand hat kletternde Panzer gebaut. Das wär's. Nein. Machen sie alle nur ein Dinger, die fahren können und mit einem Geschütz Piff-Puff machen. Und davon gibt es tausende Stück. Das ist ja immer awesome. Du guckst dir so eine Bergfahrt und da klettert gerade so ein Panzer hoch. Warum nicht? Zum M4 Sherman. 100 und ist T40 gespottet. Das ist nicht so gut. Aua. Und schaut mal, wieder ein vernünftiger Panzername. Valentine. Verdammt. Warum haben wir Deutschen sowas nicht? Oh, oh, oh. Ja, das würde ich auch sagen. Verdammt. So, was haben wir jetzt? Und die Franzosen, die haben auch so einen super Namen. Schaut euch das an. AMX AC MLE Punkt. Die Kacke ist anscheinend auch abgekürzt. Ab 48. Schön. Kommen die Russen vielleicht etwas vernünftiger. IS-7. Jagdpanzer R-100. Kann ich gerade noch so tolerieren. E-25. Ja. Tiger 2. Logo. Panzerzerfaller Fette 14. Nein. Nicht mein. Schaut euch das an. Französischer Forschungsbaum. Also erstmal die Deutschen. Was haben wir so? Leopard. Lux. Hier, was haben wir noch? Aufklärer Panther, Leopard, Maus. Ja, die ganzen die schönen Tierchen, ne? Die ganzen beeindruckenden Tierchen, ne? Was haben die Franzosen? Ach, wollen auch mal einen Panzer nach einem Tier benennen. Ja, Entschuldigung, dann nennt euer Panzer verdammt auch mal nicht Sau.
Verdammt. Also Namen geben waren die nicht so gut. Tut mir leid. So, wir spielen den WZ-120. Und wieder auch mal so ein beschissener Name. Wieso WZ-120? Okay, ich kann das vielleicht auf Wikipedia nachschauen oder vielleicht mal googeln oder so. Nee, es interessiert mich gerade wirklich, ne? Vielleicht irgendwie eine chinesische Abkürzung, keine Ahnung. GW, Geschützwagen. What the f... Der Tortoise ist gerade neben mir aufgetaucht. Naja. GW, Geschützwagen. PZ, Panzer. WZ, Panzer. Nein, kein Plan. Was stellt man sich darunter vor? Ich meine, die ganzen anderen Abkürzungen, GW, PZ, kann man sich wirklich selber vorstellen. Rausschließen oder so, logisch denken und so. Kann ich zwar nicht so viel, 1 und 1 macht 3. Aber das kann ich wenigstens sonst so mir vorstellen. Mensch, warum ist die Welt so kompliziert? Eieiei. Aua. Ich habe gehofft, ich sehe die zuerst. What the? Ich wollte gerade mein Munilager reparieren. Oh, wow, und da lästert gerade einer über mich. Ja, hab dich auch lieb, Schätzchen. Lutsch mir die Eier. Wir spielen einen anderen Panzer. Den noch richtig? Nee, ich weiß nicht. Oder ein T-43. Ah, da habe ich, ich weiß nicht, habe ich das schon mal aufgenommen? Keine Ahnung, ich habe jetzt den Turm und das Geschütz und die Ketten. Yeah. Und seitdem habe ich kein Geld mehr. Also kaum. Ich halte mich gerade noch so über Wasser und wir spielen wieder verdammtes El Haluf. Und schaut euch mal den Panzer wieder an. T26E4. Wie kommt man auf den behinderten Namen? T34, T32. Guck mal, die Amerikaner, die machen es wenigstens sinnvoll. Die nennen... Machen wirklich die Nummer von 1 aufgehend, ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt irgendwo... So, also M2 Medium, M4 Sherman und so weiter, das ist zwar die Medium-Reihe, aber bei den Heavys, T32, ich weiß nicht, ob es einen T33 gibt, aber vielleicht auch irgend so einen Prototypen, der aber nie irgendwo auf irgendeiner Liste aufgetaucht ist. Dann gibt es die T34, T35, T36, T37, T38 und so weiter. Das würde ich ausdecken. Also, kennt ihr das Spiel Kerbal? Dieses Simulationsspiel, wo man Raketen baut und zu Planeten fliegen kann und so weiter. Ja, spiele ich auch sehr gern. Man kann auch viel Quatsch machen. Das ist voll witzig. Ja? Dann nenne ich meine Raketen auch immer V1, V2, V3, Version 1, Version 2, Version 3. Weil ich meine, wieso soll ich die jetzt einen Leopard nennen oder so? Macht einerseits keinen Sinn, weil Leopard schon Panzer heißt oder ein Tier. Und wieso sollte ich eine Rakete danach benennen? Hab ich mir noch viel mehr zu merken. Und es bringt mich einfach durcheinander. Es reicht einfach V1, V2, V3. Hab ich genug sagen. Bemerkt. So. Am X12T als Architekt. Er rüstet hier ein paar Häuser um. Finde ich gut. Machen die Franzosen noch immer ganz supi. Ich meine, ja. Mehr frische Luft im Wohnzimmer. Wenigstens ein bisschen mitgedacht, hat der Freund. Ich meine, wenn man gemütlich mit der Familie auf der Couch sitzt und Fußball schaut. Und die Mutti sagt, mach mal das Fenster auf, ich stickig. Muss nicht aufstehen, ist schon offen. Die ganze Auswand ist weg. Ja. So, und ich weiß jetzt nicht, was ich hier zu tun habe. Der Volker 3001P, wieder so ein netter Name, knutscht den Arm X12T. Wen interessiert es, ob er 12 Tonnen wiegt?
meine, ich fahre einen T-43. Macht wieder Sinn. Ein Löwe haben wir auch noch. Ja, nicht den Baum knutschen. Nicht den Baum. Bäume sind böse zu uns. Verdammt. Ich glaube, jetzt wurden wir ihn gesehen. Wie viel Schaden machen wir? 160 wenig. Ne, 180. Natürlich machen wir 150 oder wie viel das war. Oh, Typ 59, gerade auf Rambo-Style, obwohl er gerade seinen ersten Kill macht. Folgen wir ihm? Na, ich weiß nicht. Doch, gehen. Komm, drücken wir auf die Toe. Aua. Ja. Vorposter-Tube, haha. Ja, ich hab's kapiert. Jetzt haben wir hier wieder so ein... Wow. Nee, Aufklärer. Aufklärer, Mann, da hat ja nichts gesagt. So, da hat sich wieder ein T26 E4 ganz Bock gemacht. Warum eigentlich? Ah. Weiß nicht, vielleicht vor der Art. Der geht jetzt in unseren Panzer knüllen muss. Dürke gut. Ein S100, ein S122, 44. Warum 122, 44? Ich meine, es reicht. SU3, SU4, SU... Okay, hört sich an, jetzt irgendwie wie eine U-Bahn. Auf U3 fährt ein... Was weiß ich. SU122, 54. Natürlich ging er nicht durch. Warum auch? Ist da ein 100... ist ja ein SU-122-44. Ah, Typ 59, leichtes Spiel, aber wir... Ah, immerhin bounzt so einiges bei uns. Beziehungsweise... Ja, die sind auch so doof und schießen auf unseren Geschützern jetzt ab. Wir haben einen ziemlich großen, ist mir gerade aufgefallen. So, wie gehen wir vor? Typ 59, ich warte auf Befehle. Einfach hinterherfahren und raufgehen. Alles klar. Das kann ich doch ziemlich gut. Bin ich. Bleibst du die meisten Übungen drin. Oh, gute Hellcat. Als 6er Panzer in einem 8er Gefecht. Schon 2 Kills machen. Oh. Also irgendwie kommt gerade gar nichts durch bei mir. Kann das sein? Da gerade wieder mal nur meine Ketten getroffen. Und ich baller voll ungeaimt auf den KV-1S und kill ihn. Hi Hellcat. Und er kann wieder nicht durch. Ja, Hellcat geht in die Offensive. Denied. Natürlich. Wir sind ja ein T-43 und keine Hellcat. Hellcat, wieder mal ein vernünftiger Name. Aber der heißt, glaube ich, M10 Hellcat. Okay, M10. M ist eigentlich für Medium, soweit ich weiß. Aber das ist ein Jagdpanzer. Das ist ein bisschen komisch. Es kann sein, dass ich mich irre. Wenn ja, dann boot mich ruhig aus. So, ein T-26... Nee. Ich dachte gerade, es gibt jetzt einen weniger. Weiß ich, kippen oder... Die vielleicht doch noch ausrotten. Ausrotten macht mehr Spaß, aber... Vielleicht sind wir mal die langweiligen, die kippen. We are the champions. Apropos, Fußball-Weltmeisterschaft, wir sind Helden. Was haben wir? Ich sagte, wir haben Dienstag, oder? Ja. Dienstag. Oder? Ich habe gerade... Ja, Dienstag und der DAX ist immer noch schlecht. Steht immer noch schlecht. Ja, Sonntag habe ich auch das schöne Fußballspiel geschaut. Falls es euch irgendwie noch bockt. Ich meine, warum auch? Sinne Fußball, ganze Welt ist in Aufregung. Ja, ich finde es halt eben... Also ich fand's geil, das Spiel. Vor allem Mario Götze, Super Mario, it's me. Den Super Tor hat er gemacht. Oh la la. Und dann haben wir gewonnen. Erster Platz. Wir sind WM. Wir sind Weltmeister. Und wir haben den Pokal nach Hause gebracht. Aber ich finde,
wo Brasilien verloren hat. Brasilien hat nicht mal den dritten Platz gekriegt. Ich weiß nicht, was da kaputt war bei denen. Vielleicht haben die sich mehr drauf verlassen. Ja, wir sind Brasilien, wir gewinnen ja sowieso. Wir haben ja schon 5 Sterne, glaube ich. Ich glaube, es waren 5. Aber ja, die haben da alle rumgeheult und so. In Deutschland, also man hat vermutet, in Brasilien gäbe es mehr Randale als was weiß ich, wo, weil die verloren haben. Aber falsch. In Deutschland gab es mehr Randale, weil die gewonnen haben. Und es gab da auch Verletzte. Weil da haben auch irgendwelche, ich glaube es gab sogar, was weiß ich, 3 Tote oder so, weil da irgendwelche Fans mit ihren Feuerwerkskörpern ein Familienhaus angezündet haben, ihr Idioten. Kleine Spasten. Ja, Deutschland hat gewonnen, wir zünden mal hier da hinten das aus der Oma an. Ja, finde ich nicht ganz so lustig, im Ernst. Aber, Brasilien, das ihr heult, kann ich verstehen, aber es ist einerseits das Spiel und ihr dürft auch mal verlieren, genauso wie andere Länder. So, aber ich babbel jetzt mal nicht über Fußball, weil da, ich glaube, deswegen mache ich nicht die Aufnahme. Beende jede Folge, bedanke mich fürs Zuschauen und lasst einen Kommentar, Like da, Abo da, was auch immer. Und ich zwinge euch jetzt nicht dazu, erwartungsvoll. Zwinker, Blinzel, Grins. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Tschüssi.